Herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für eigentlich 2 Wochen. Dieses Bild war im New England Journal in dieser Woche. Es geht um 77-jährigen Herrn, der von einer vergrößerten Schilddrüse hat. Und man bittet den Hände hoch. Der hält die Hände über den Kopf und hält sie so zusammen. Und dabei kriegt er ein ganz rotes Gesicht und als wäre ein Einflussstau. Also das ist induzierbares Vena Cava Superior Syndrom und das deutet auf einem großen Stroma. Teil davon muss im oberen Mediastinum sein und wenn er seine Hände so hoch hält, dann wird das Ding, das ganze Zeug nach oben gezogen und dann kriegt er ein rotes Gesicht. Und dieses Zeichen wurde von Herrn Pemberton beschrieben, nicht von diesen anderen Sachen. So sollte das die richtige Antwort sein, wenn dieses noch... Das ist es. Also das ist Pemberton's Sign und das ist Pemberton's Zeichen, deutet auf eine große Struma, die dann, wenn man sie nach oben zieht mit diesem Manöver, dann zum Vena Cava Superior Syndrom führt. Graves hat Augenveränderungen beschrieben. In Deutschland hat das zur gleichen Zeit Herr Basedau aus Merseburg auch beschrieben. Und hier geht es um eine Entzündungsreaktion und eigentlich ein mukoides Ödem hinterm Auge. Und auch an den Schienenbeinen kann das vorkommen. Und das führt natürlich zu Exophthalmos. Und da Sympathikusaktivität hier ist erhöht, hier erhöht ist und der Levator palpebri auch einen glatten Muskelanteil hat, genannt nach dem Anatomen Müller aus Berlin im 19. Jahrhundert, führt das auch zur Lidretraktion, was von Graefe auch beschrieben hat. Aber darum geht es nicht heute. Und bei Hashimoto's Thyreoiditis ist die Schilddrüse vergrößert, aber außer man hat einen großen Bestandteil im oberen Mediastinum, sollte Pembertons Zeichen nicht vorhanden sein. Dann diese anderen Sachen, das Flamengo-Rosa-Zeichen hat zu tun mit Rotospongiose, das sind HNO-Befunde und das Lighthouse-Sign, Leuchtturm-Signal sieht man bei der akuten eitrigen Otitis media und das sind diese anderen Eponymen, die Sie jetzt vergessen können. Jetzt vor 2 Wochen, die erste Arbeit im New England Journal ging es um Asthma und das bei Menschen, die Asthma haben, das nicht die schwerste Sorte, aber Leute, die eigentlich eine chronische Behandlung brauchen, da sind unterschiedliche Strategien und man weiß nicht, was man wirklich so machen sollte. Man kann sich vorstellen, die brauchen einen Beta-Agonist. Wenn er kurzwirkend ist, ist das Short-Acting oder ein SABA. Wenn er langwirkend ist, ist das Long-Acting oder ein LABA. Dann Steroide helfen, das wissen wir. Und in welchen Kombinationen diese Sachen gegeben werden sollten, streiten sich immer noch die Geister. Und die Firmen müssen testen, was hier am besten ist. Und so bei diesen Patienten hier mit mittelschwergradigen Asthma sind die randomisiert worden zu 3 Behandlungen. Eine Gruppe hat Placebo gekriegt und dann so ein Inhalator mit Terbutalin. Das ist ein kurzwirkender Beta-Agonist, den gibt es schon seit 40 Jahren. Dann eine Gruppe, andere Gruppe hat auch Placebo gekriegt und dann ein Inhalator, den sie auch nach Bedarf anwenden sollte, wo Budesonid, das ist ein Steroid, Formoterol, das ist ein LABA, zusammen kombiniert worden waren. Und dann eine dritte Gruppe hat Budesonid 2-mal pro Tag gekriegt und Terbutalin als Rescue oder Rettungstherapie nach Bedarf. Alles ziemlich kompliziert, aber das haben sie tatsächlich durchgezogen. Und hier sind die Patienten in diesen 3 Gruppen und sind über 1000 Leute in jeder Gruppe mit Asthma. Und da sind unterschiedliche Skalen, mit denen man die bewertet. Und FEV1 ist hier gemessen worden und Peak Flow mit einem Gerät und ob Reversibilität des Zustandes vorhanden war und das
Diese Sachen waren in allen Gruppen vergleichbar. Und dann, was wir hier sehen, hätte man sich auch vorstellen können, Bortezomib als Dauertherapie ist besser als diese beiden Bedarfstherapien, die signifikant schlechter sind. Das hat natürlich den Nachteil, dass diese jungen Leute viel mehr Steroide ausgesetzt werden, als würden sie die Bedarfsstrategie anwenden. Aber sie haben weniger Symptome dann, obwohl 40%, das heißt, so toll ist das auch nicht, aber es ist besser als die anderen beiden Gruppen. Und dann können wir uns angucken, wie häufig die Leute zum Krankenhaus mussten und wie viel Rezidive sie hatten und unterschiedliche Veränderungen von dieser Art. Und das ist in dieser Tabelle beschrieben. Und die Leute, die eine Dauertherapie haben, haben weniger Rezidive und müssen weniger in die Notaufnahme, aber haben natürlich eine erhöhte Steroiddosierung. So sehen wir hier die schweren Rückfälle, ist bei der Terbutalin nach Bedarf am höchsten. Und die anderen beiden Strategien sind so ziemlich zusammen. Aber für die beste Kontrolle der Asthma ist die Bortezomib-Dauertherapie am besten. Aber dann kriegt man auch die höchsten Dosierungen von Steroide. Aber die anderen Therapien brauchen auch manchmal zusätzliche Steroide, um Symptome in den Griff zu halten. Und das wird hier gezeigt. Also das muss man dann die Strategie wahrscheinlich bei jedem Patienten so individual einstellen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Dann das nächste. Dies will man nicht haben. Das Lennox-Gastaut-Syndrom ist ein Krampfanfallsyndrom, allgemeiner generalisierter Krampfanfall. Fängt schon kurz nach der Geburt an. Hier ist ein normales EEG und dies ist das EKG dazu. Und dann haben diese armen Kinder das. Und das ist natürlich schrecklich. Und diese Attacken haben lauter Folgen, die ich hier gelistet habe. Schädel, Hirntrauma, Hirnblutung, alles ganz furchtbar. Und diese Kinder zu behandeln, ist eine große Herausforderung. Die üblichen Sachen, die sie schon gelernt haben, werden hier angewendet, aber sie sind alle nicht zufriedenstellend. Und dieses Lennox-Gastaut-Syndrom sind wir schon in Lancet begegnet, weil es scheint der Fall zu sein, dass Cannabidiol hier helfen könnte. Und das wäre der erste Einsatz von irgendwas, was mit Marihuana zu tun hat, das eine randomisierte, kontrollierte Studie überlebt hat. Und hier ist eine ähnliche Studie jetzt in Lancet. Kleine Anzahl an Patienten mit dieser schrecklichen Form von allgemeinem Krampfanfall. Die kriegen dann Placebo oder diese unterschiedlichen Dosierung von Cannabidiol. Und unglücklicherweise, ich weiß nicht, warum die Abbildung so darstellen, aber die Säule nach oben ist Prozentsatz an Reduktion von Krampfanfällen. Und da ist so einigermaßen eine dosisabhängige Veränderung. Und man hat die Krampfanfall-Episoden in diesen Kindern mit der Cannabidiol-Therapie bisschen mehr als halbiert. Drop Seizures sind, wo man plötzlich Krampfanfälle, wo man plötzlich starr hinfällt. Gesamtkrampfanfall-Episoden und Krampfanfälle ohne diese Hinfallepisoden hat wahrscheinlich damit zu tun, ob man gerade auf den Beinen ist oder nicht, kann ich mir vorstellen. Und so können wir uns das angucken und dies wäre dann eine zweite randomisierte, kontrollierte Studie, dass Cannabis-Derivate bei manchen, Gott sei Dank nicht sehr häufigen Krankheitsbilder einen Vorteil für die Patienten bieten. Und was mich auch verwundert ist, das heißt doch eigentlich, dass wenn man kifft, wird der Appetit größer, aber decreased appetite war hier eine Nebenwirkung und sonst andere Nebenwirkungen sind hier auch gelistet, aber wenn man diese Krampfanfall-Episoden halbieren kann, ist das schon ein Gewinn. Dann das nächste Paper im New England Journal hat mich auch beschäftigt. Es geht um Fiebersyndrome und die sind nicht sehr häufig, außer man wohnt im Mittelmeer. Und ich war einmal in Damaskus und da habe ich mit einer Dame gesprochen, die diese Patienten betreut, familiäres Mittelmeerfieber. Die hatte 250 Leute in ihrer Poliklinik mit FMF. Und mittlerweile ist das Gen
davon, es ist eine genetische Erkrankung. Und das Gen kodiert für ein Protein, Pirin heißt das, und das ein Teil des Interleukin-1-Beta-Inflammasomen ist. Inflammasomen sind Pakete von Proteinen, die Entzündung vermitteln. Dann gibt es da auch eine Reihe von anderen, manche, die meisten genetisch, aber manche auch nicht so bekannt, Syndrome, wo dieser IL-1-Beta-Inflammasom angesteuert wird und zu diesen Fieberattacken führt. Und diese Sachen werden mit Colchicin, das ist so eine empirische Behandlung, behandelt, aber das ist häufig nicht zufriedenstellend. Und diese Patienten kennen sich, die haben dann Hilfsgruppen und sind alle vernetzt übers Internet. Und hier ist angewendet worden ein Antikörper gegen IL-1-Beta, um den IL-1-Beta-Inflammasom zu bremsen. Und Patienten mit FMF und mit Tumornekrosefaktor-Rezeptor, dieses Syndrom heißt TRAPS-Syndrom, und dann ist auch Mevalonat-Kinase-Defizienz verursacht dies auch. Ohne Rücksicht auf Ursache, diese Sachen laufen alle über diesen IL-1-Beta-Inflammasom. So hat man die Leute randomisiert zu Placebo oder Canakinumab. Und hier sind die Patienten, es sind relativ kleine Zahlen, aber dies ist vielleicht jetzt in Deutschland relevant, wenn wir große Anzahl an Einwanderer und Flüchtlinge aus Syrien haben, dann werden wir schon Patienten mit familiären Mittelmeerfieber begegnen. Und dann ist es gut zu wissen, dass hier eine potenzielle Therapie ist. Und diese Abbildungen sind wieder nach oben gestaltet. Ich würde es genau andersrum machen. Aber was wir hier sehen, ist Reduktion von Episoden oder auch komplette Remission und sekundäre Verbesserungen. Und was wir hier sehen bei FMF, bei der Mevalonat-Kinase-Defizienz und bei TRAPS, die Leute werden besser mit dieser Behandlung. Und das bietet denen eine ganze Menge. Und was wir hier sehen, ist die Episoden von febrilen Attacken eindrucksvoll, hat man beinahe auf null reduziert. Und das ist natürlich für Patienten mit diesen Krankheiten ein enormer Gewinn. Ist natürlich ein Risiko. Wir haben diesen IL-1-Beta-Inflammasom aus guten Gründen. Das ist, um Infektionen, besonders Atemwegsinfektionen zu bekämpfen und andere Sachen. Und solche Sachen treten natürlich häufiger auf, wenn man den IL-1-Beta-Inflammasom bremst. Und hier ist noch wieder ein bisschen eine Zusammenfassung von diesem Syndrom und was hier alles involviert ist und wie die Leute klinisch aussehen. Aber dies ist eine ziemlich vielversprechende Arbeit und man sollte irgendwas darüber wissen. Oh, jetzt macht er wieder das. Weiß nicht, Teufel, was das ist. Gut, weiter. Okay. Dann Review im New England Journal vor 2 Wochen. Es geht um Nierentransplantation. Und das ist natürlich ein Dauerbrenner, weil die Anzahl an Patienten an der Warteliste seit Jahr 2000 hat sich verdoppelt bis 2017 und die Anzahl an Lebensspenderoperationen und verstorbenen Kadavernieren steigt nur langsam. Und in Deutschland ist es noch katastrophaler, dies sind US-Daten. Aber Kadavernieren, früher ging es um herzschlagende Kadaver. Jetzt nimmt man alle Kadaver, solange auch bei denen, die nicht mehr ein schlagendes Herz haben. Hauptsache, sie sind tot. Und das wird dann hier diskutiert. Und nicht herzschlagende Kadaver sind Leute in Unfällen oder die auf der Straße kollabiert sind wegen akuten Rhythmusstörungen und andere Sachen. Ich werde Ihnen noch was anderes zeigen. Und dann diese Nieren und deren Qualität und die Probleme damit und Nieren von älteren Menschen und so weiter wird hier ausführlich diskutiert. Und aber es ist in der Tat so, dass viele von diesen Nieren funktionieren besser als Dialyse auf alle Fälle. Und diese Operationen lohnen sich. Und das wird dann hier diskutiert, organspezifische Aspekte des Transplantats und Kälte-Ischämie-Zeit, aber dann, wenn die Leute schon keinen Herzschlag mehr haben, dann
funktionieren die Sachen natürlich besser als bei einem herzschlagenden Kadaver, den man auf ITS erntet oder ähnliches. Und dann, ob man diese Nieren perfundieren sollte, ja oder nein. Und es geht hier auch um andere Organe, Lunge, Leber, Herz etc., obwohl bei den nicht herzschlagenden Kadavern sind die Herzen wahrscheinlich weniger gebrauchbar. Und das wird alles in diesem Review diskutiert. Und wenn Sie in der Transplantationsmedizin arbeiten, dann sollten Sie dieses lesen. Das Paper ist von Stefan Tullius, der war früher im Virchow-Klinikum und der ist an die Harvard-Universität gelandet und macht da große Karriere und hat diese Arbeit geschrieben. Dann auch in New England Journal habe ich gesehen, dass die Anzahl an Nieren von Spender, die durch Drogenabusus gestorben sind, insbesondere diese Opiat-Epidemie, die zurzeit in Amerika sich abspielt, steigt rasant. Dieses 2000, dieses 2016 und mittlerweile sind 10% der Organe kommen von diesen Menschen. Und in Europa, Gott sei Dank, ist das noch nicht der Fall. Und das wird in diesem kleinen Leserbrief hier diskutiert ist natürlich auch eine Katastrophe. Dann diese Patientin haben wir schon mal besprochen, diese 83-jährige Dame, mit der kann man nicht sehr gut kommunizieren. Sie ist Einwanderin in den USA und die hat schwere Herzerkrankung und entwickelt Übelkeit, Erbrechen und wird verwirrt. Und hat dann Laborwerte und hat ein bisschen Hyponatremie, hat ein Kalium über 5. Bicarbonat ist 28, Glucose ist normal, Harnstoff, Nitrogen ist angestiegen, Nierenfunktion ist eingeschränkt, BNP ist 5000 und TROP ist eigentlich nicht erhöht. Und dieses erstaunliche Röntgenbild mit diesem lieben Bedarfsschrittmacher, der vor 25 Jahren da eingepflanzt worden ist, der sitzt da ganz brav und hier sitzt da ein Mitralklappenersatz und wir lernen, dass sie kriegt Spironolacton, Metoprolol, Digoxin und Warfarin. Und ob sie diese Sachen nimmt oder nicht und wie viel, ist nicht ganz klar. Ihre Tochter versucht das zu organisieren, aber die Patientin ist 83 Jahre alt und vielleicht hat sie ein Kalium über 5 wegen Spironolacton, wir wissen es nicht genau. Aber dieser Zustand, dass sie verwirrt, Übelkeit, Erbrechen, vielleicht könnte man sie nicht fragen, ob sie auch Augenmanifestationen hatte, so gelbe Ränder um Bildgebung, die man so sieht. Die ist eine Einwanderin aus Uganda. Und wir sollen dann sagen, was er hat. Und hier ist hier EKG, finde ich ganz spannend. Dieses 25 Millimeter pro Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sie hat im Prinzip eine Bradykardie. Und ab und zu wird das langsam genug, dass der Schrittmacher, brav wie er ist, das merkt. Und hier sind mal Schrittmacher-Spikes. Zack, zack. Und hier ist wieder eine ziemlich lange Intervall und dann wieder schaltet der Schrittmacher sich an. Also der Schrittmacher funktioniert prima und wir gucken uns dieses ziemlich bizarre EKG an mit dem kompletten Rechtsschenkelblock. QRS-Intervall ist so 0,14 Millisekunden und dann macht es auch diese Sachen und gehen diese Veränderungen einher mit digitales Intoxikation? Und ich würde denken, ja, die Bradykardie auf alle Fälle, dass der Schrittmacher da eingreift und dass der QRS-Komplex hier bizarr ist, trifft auch zu. Aber digitales Vergiftung kann im Prinzip alle Arrhythmien verursachen, die mir bekannt sind, außer Vorhofflattern. Na gut. Geht's dann weiter. Dann misst man ihr Digoxin-Spiegel und das ist 10-fach über den therapeutischen Bereich. Und dann die Tatsache, dass sie Hyperkaliämie, wenn die Leute gleichzeitig Hypokaliämie haben, dann haben sie ein größeres Risiko an Rhythmusstörungen zu sterben. Aber wenn sie Hyperkaliämie haben, das Medikament hemmt ja die Natrium-Kalium-ATPase, deutet das, dass vielleicht die Wirkung von digitales
besonders toxisch ist. Und dann gibt man FAB-Fragmente. Die hat auch FAB-Fragmente gekriegt und alles ist gut geworden. Und die ist dann wieder nach Hause gegangen. Die typische Rhythmusstörung ist paroxysmale Vorhoftachykardie mit Block. Das heißt PR-Intervall mehr als 0,2 Sekunden und oder unterschiedliche Wegeblock. Vorhofflimmern kommt auch vor, aber meines Wissens kommt Vorhofflattern, diese Frau hatte auch keins, kommt dabei nicht vor. Dann ist eine Frage aus dem New England Journal, es geht um einen 29-jährigen Mann, der hustet seit 2 Wochen und alles ziemlich schlimm und was sollte man denen geben? Und was man hier eruieren möchte, ist, der könnte Keuchhusten haben. Wissen wir nicht genau, könnte man dafür testen. Und wenn wir uns diese Sachen hier angucken, was passt dazu? Na, dies ist irgendein antivirales Mittel, dies ist nicht Influenza. Sollte er ein Laba kriegen, es ist nicht Asthma. Amoxicillin wäre vielleicht okay. Omeprazol, Esomeprazol, weiß nicht, warum das helfen würde, aber gegen Pertussis, Azithromycin wäre die richtige Antwort. Und das war das. Dann in Lancet ist eine große Auswertung, es hat zu tun mit Stents bei Patienten, die schon Bypass-Operationen unterzogen sind, die Venenbypässe hat. Und sollte man hier einen Drug-Eluting-Stent oder einen Stent, der Everolimus oder Sirolimus freisetzt, oder ist einfach ein Metall-Stent ausreichend, nämlich die kosten 1/10 so viel wie diese beschichteten Stents. Das ist hier alles ausführlich ausgewertet. Kleingedrückte können Sie wahrscheinlich nicht sehen, aber hier können Sie die Patienten im Detail hier angucken in Ruhe. Und was wir hier sehen, ist kein Unterschied. Das heißt, dass die Wirksamkeit von Medikamentenfreisetzungsstents und einfach grobe Metallstents scheint nicht unterschiedlich zu sein. Und das könnten vielleicht die Kassen berücksichtigen, wenn sie sich entscheiden, was die Patienten bekommen sollten. Aber wäre nicht plötzlich auch so etwas? Bitte? Kein großer Unterschied war? Bei nativen Corona-Arterien scheint Freisetzungsstents besser zu sein als Metallstents. Aber bei diesen Venen, die sowieso betroffen sind, die haben eine ganz andere Struktur und gehen natürlich auch häufiger kaputt. Hier ist nach dieser Zeit von Monaten, nach einem Jahr, schon 17% oder so haben schon versagt, aber es scheint kein Unterschied in der Stentart hier zu sein. Die Säuglingsmortalität in England ist schlechter als Schweden. Sind nicht mehr beide EU-Länder, vielleicht ist das der Unterschied. Man wollte herausfinden, warum das der Fall ist. Ich meine, Schweden ist ein homogenes Land, ich glaube, die haben 12 Millionen oder vielleicht ein bisschen mehr Einwohner, haben ein exzellentes Versorgungssystem. England hat 65 Millionen Einwohner, hat auch ein gutes Versorgungssystem, aber hat natürlich eine viel... Nicht mehr. Schimpfen Sie eigentlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, die schimpfen immer. England ist verdammt. Ja, die haben sich ja vorgestellt, dass durch den Brexit wird das Versorgungssystem irgendwie mehr Geld kriegen. Das war natürlich eine... Fake News. Na gut. Also man hat diese sämtlichen Neugeburten zwischen 2003 und 2012 hier untersucht. Und um die Ursachen, um die Unterschiede hier feststellen zu können, dies können Sie wahrscheinlich nicht schnell genug sehen, aber was wir schon bemerken, ist die Alterverteilung der Mütter ist in UK sind viel jüngere Mütter in schlechteren ökonomischen Status und Ähnliches. Das sind maternale Eigenschaften, die dann zu einem höheren Risiko, die sind halt ärmer. Das erklärt dann diesen Unterschied, kann man sich auch vorstellen. Und hier ist der Unterschied zwischen Schweden und England. Das sind dann Anzahl an Kinder, die verstorben sind in den ersten 5 Lebensjahren. Und das ist ein erheblicher Unterschied. 30% oder so. Und Kinder, die mit einer kongenitale
Läsion haben, ist auch ähnlich groß. Und Kinder, die Frühchen sind, ist auch unterschiedlich. Und Schweden schlägt UK. Und dann guckt man sich das an und hat das mit maternalen Alter zu tun, hat das mit Armut zu tun. Und was wir hier lernen, ist in der Tat, es scheint nicht, dass die Ärzte schlechter sind in England, aber die Lebensbedingungen sind schlechter in England als in Schweden. Und vielleicht sind sie in Schweden auch besser als hier. Aber also es ging um maternale Charakteristika, Gesundheit, sozioökonomische Gründe bei der Schwangerschaft, die hier anscheinend ausschlaggebend sind. Das war das. Dann, diese Woche, New England Journal, geht es um ECMO, extrakorporale Membranoxygenierung. Dieses kann man vergleichen mit Dialyse, aber hier geht es nicht um die Bewegung von Harnstoff oder Kreatinin oder anderen Substanzen über ein flüssiges Milieu, über einen Diffusionsgradienten. Hier geht es um Gasaustausch. Aber dies sind auch Mikrokapillaren, Faserkapillaren, ähnlich wie man bei der Dialyse anwendet. Und diese Geräte sind jetzt so raffiniert, dass man die auf, man braucht keine Herz-Lungen-Maschine mehr, um diese Patienten zu versorgen. Man kann das mit so einem Gerät, kann Arterie zu Vene oder auch Vene zu Vene, um das Blut dieser Patienten mit Sauerstoff zu versorgen und CO2 ausweichen zu lassen. Und das heißt ECMO. Und das wird jetzt häufig angewendet bei Patienten mit akutem respiratorischen Distress-Syndrom oder akutes Lungenversagen, meistens ausgelöst durch Pneumonie, Aspiration, Toxine, Medikamenten oder auch Drogenreaktionen, unterschiedliche Ursachen. Und diese Leute kriegen dann Infiltrate über die ganze Lunge, werden sehr hypoxämisch und Gasaustausch funktioniert nicht mehr. Und diese Patienten werden häufig mit ECMO behandelt, in der Hoffnung, dass sie sich dadurch erholen können oder dass man sie länger am Leben hält, sodass sie sich erholen können. Und wie man Leute aussucht für ECMO, ist, man sucht das Verhältnis zwischen PO2 und FiO2. Der Prozentsatz von Sauerstoff in der eingeatmeten Luft ist 21%. Hier unten und auf dem Nanga Parbat auch ist immer 21%. So, FiO2 ist 21%. Unser PO2 ist 100. Und 100, wenn man 0,21 in 100 dividiert, wir haben ein Verhältnis zwischen diesen beiden Sachen von 500. Und für diese Studie mussten die Leute ein Verhältnis haben unter 80. Das heißt, wenn sie krank werden, dann gibt man den Sauerstoff und dann geht der FiO2 hoch. Aber der PO2 fällt kontinuierlich ab und die mussten ein Verhältnis haben von 80 oder weniger. Die mussten ein PO2 haben, PCO2 über 60 haben und paar andere Kriterien. Also diese Leute waren wirklich todkrank. Und die sind randomisiert worden zu ECMO oder einfach Standardbehandlung. Aber dann hat man gedacht, ja, das kann man ja nicht machen und was ist, wenn die Leute in der Standardbehandlung dann kränker werden und noch mehr hypoxämisch und der Doktor ruft an und sagt, mein Patient hat ein PO2 von 30 und was soll ich machen? Dann haben sie erlaubt, dass die kranken Leute in der Kontrollgruppe in die ECMO-Gruppe bewegt werden können. Man kann sich so vorstellen, na, da wird nichts dabei rauskommen. Ich kann das schon verstehen als Kliniker, das ist eine Wahnsinns Dilemma, aber das ist, was passiert ist. Und der primäre Endpunkt ist nicht statistisch signifikant. Also ECMO nach 60 Tagen waren nicht mehr ECMO-Leute noch am Leben als in der Kontrollgruppe. Aber die Kontrollgruppe hatte häufiger Versager, die dann in die ECMO-Gruppe geschleust worden sind. Und das erklärt diese beiden Ziffern hier. Und hier ist die ECMO-Gruppe und hier ist die Kontrollgruppe und die ECMO-Gruppe, Wahrscheinlichkeit von Überleben, sieht aus wie 10%. Zahl an Patienten ist nicht groß genug, dass das signifikant wäre. Aber ein Grund dafür ist, dass andauernd, wenn die Leute in der Kontrollgruppe wirklich krank wurden, dann sind sie in die ECMO-Gruppe geschleust worden. Das macht diese Studie beinahe nicht interpretierbar.
Wenn wir Nebenwirkungen angucken, ja, Blutungen und Thrombozytopenie und solche Sachen, die mit dieser invasiven Therapie sind häufig. Aber was erstaunlich ist, ist Schlaganfallrate. Viel häufiger in der Kontrollgruppe, weil, vielleicht weil sie einfach hypoxämischer waren als in der ECMO-Gruppe. Also wir wissen es immer noch nicht genau. Die Studie wurde gestoppt von Verwaltungsgremium. Nach 75% der Probanden, die man einschleusen wollte, aus Aussichtslosigkeitsgründen. Aber da war eine Crossover-Rate von 28%, beinahe ein Drittel der Kontrollpatienten sind in die ECMO-Gruppe bewegt worden wegen Hypoxämie. Also traurig. Dieses Thema ist ziemlich interessant. Wir wissen ja, dass PD-1-Blockade mit mehr Volumen ab, Patienten mit nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen bessere Aussichten gibt, ohne Zweifel. Und dann ist es auch die Möglichkeit, na, vielleicht sollte man das vorne weggeben mit dem Gedanken, wenn wir Patienten haben, die vielleicht für eine OP in Frage kommen, könnte man den Tumor erstmal ordentlich zermürben, bevor er operiert werden muss. So hat man Leute, die nicht kleinzelliges Lungenkarzinom durch Biopsie hatten, dann randomisiert zur neoadjuvante Therapie mit PD-1-Blockade oder Placebo. Gleichzeitig haben sie alles mögliche andere noch bekommen, was diese Patienten bekommen. Übliche Zahl an Raucher und ziemlich viel Adenokarzinom, das weniger mit Rauchen einhergeht als Plattenepithelkarzinom in dieser Studie. Und was wir hier sehen, ist manche... Ich kann mal kurz fragen, vielleicht macht es viel Sinn, wenn ich da zwei Gruppen habe, neoadjuvant, die bekommen eben die Therapie und die andere ein Placebo. Das richtig. Heißt, ich warte, dass der Tumor weiter wächst. Ja, aber ohne die wurden, dass man gleich mit einer anderen Therapie kriegt. Die haben die anderen Therapie, die üblichen Therapien alle bekommen. Ja, aber nicht den, erstmal muss ich doch mal sehen, ob die Neoadjuvante da was kriegt. Und die Neoadjuvante geht ja über eine Zeit. So lange muss ich also Placebo kriegen, genau. Und der Patient kriegt keine Therapie. Und die Leute sind operiert worden. Die Leute, ja, die haben die klassische Therapie bekommen. Die Idee war zu testen, ob Nivolumab als neoadjuvante Therapie hier einen Unterschied macht. Und die sind innerhalb wenigen Wochen operiert. Und was wir hier sehen, ist bei manchen Patienten, wow, so sah das aus bei der ersten Biopsie und dann, bevor der Operation ist, das erheblich geschrumpft. Dann haben wir die Histo, kann ich natürlich nichts darüber sagen, aber was mich auch irritiert, ist die Vergrößerung von diesen beiden Panels hier, ist meines Erachtens nicht die gleiche. Aber was man sieht, ist, da sind viel mehr rundkernige Zellen hier. Und das ist ja die Idee, dass lauter Lymphozyten da eindrängen, um den Tumor zu bekämpfen. Und dies ist ein anderes Beispiel, wo es nicht so doll geklappt hat, aber der Tumor soll mehr Lymphozyten haben. Aber ich weiß auch nicht, wie man das interpretiert. Also die Hälfte dieser Patienten hatten eine erhebliche Regression von beinahe 100%, sagen die. Und ob sie geraucht haben oder nicht, machte da keinen großen Unterschied. Aber was mich interessiert hat, ist, man hat diese Dinger molekulargenetisch untersucht bei der ersten Biopsie. Und umso wilder die Dinger waren, umso größer war die Wahrscheinlichkeit, dass die auf Nivolumab angesprochen haben. Wahrscheinlich, weil sie dann mehr Oberflächenantigene oder irgendwas exprimieren, sodass die Antikörper erfolgreicher sind. So habe ich das wenigstens als Nicht-Onkologe interpretiert. Und hier kann man die Korrelationen sehen zwischen Sequenzveränderungen und perzentral Schrumpfen des Residualtumors. Und das ist hier oben hier auch gezeigt. Also dann kann man das auch angucken. Die T-Zell-Klone haben sie ja auch alle untersucht und vor der Resektion und wie die Klone sich dann verhalten haben mit Nivolumab im Vergleich zu Placebo wird hier auch dann diskutiert. So sind auch ein paar Nachteile in dieser Studie, haben sie wenigstens zugegeben, aber wahrscheinlich ist dies im Kommen, gehe ich davon aus. Und diese nächste Arbeit, weil sie mir so viel Spaß gemacht hat, müssen Sie sie jetzt dulden. Und es geht um ein seltenes Syndrom in der Pädiatrie. Und dies hat zu tun mit Phosphatdiabetes. Diese kleine Kinder, dieses X-gekoppelte genetische Erkrankung, die liegt auf dem X-Chromosom, diese Kinder haben
Debré, De Toni, Fanconi Syndrom. Und Debré und De Toni haben schlechte Presse und die sind in Vergessenheit geraten. Und Fanconi ist aber geblieben. Also die haben ein Fanconi-Syndrom, das heißt, die können Phosphat nicht rückresorbieren, die haben so proximale tubuläre Azidose und lauter Aminosäuren im Urin und anderes. Und in diesem Syndrom ist ein Gen mutiert und das heißt FEX. Homologien zu Endopeptidasen an dem X-Chromosom, abgekürzt im Englischen als FEX. Was ist FEX? Na, mit diesem Thema beschäftigen sich Forscher seit 20 Jahren. Und dies ist eine Matrix-Metalloproteinase. Die ist auf einer Zelloberfläche exprimiert. Und was soll denn FEX spalten? Und es spaltet ein Matrix-extrazelluläres Phosphoglykoprotein, abgekürzt MEPE. Also FEX spaltet MEPE. Und wenn MEPE nicht gespaltet wird, dann ist dieses Serin- und Aspartatreiche Motiv noch da und dann wird FGF23 ausgeschüttet. Und FGF23, was wir jetzt wissen, führt zu Unterdrückung von dem Natriumphosphat-Cotransporter im proximalen Tubulus, sodass Phosphatdiabetes zustande kommt. Und FGF23 schaltet auch die Bildung von Vitamin D ab. Und darum sind diese Leute auch resistent gegen Vitamin D, weil die machen halt kein Vitamin D mehr. Und die haben hohe FGF23-Spiegel. Und das wusste ich, aber dies ist die erste therapeutische Anwendung von FGF23 als Drug-Target. Und bei diesen armen Kindern hat man denen einen Antikörper gegeben, Durosumab gegen FGF23, um zu sehen, ob die Rakitis besser werden würde. Und darum finde ich dies wirklich spannend und ziemlich interessant, nämlich FGF23 ist bei allem chronischen Nierenversagen erhöht. Und was das bedeutet? Es bedeutet, dass die Leute schneller sterben. Aber ob man FGF23 bremsen würde, ob das den Leuten helfen würde, wissen wir nicht. Aber diese Kinder sind geholfen worden. Keine Kontrollgruppe hier, weil man dachte, das wäre unethisch. Aber Sie können manche dieser Röntgenveränderungen hier, dies ist Rakitis. Und dies bedeutet, das Matrix ist okay, aber es wird nicht mineralisiert. Bei der Osteoporose wird Matrix mineralisiert, aber da ist genug Matrix da. Beide führen zur Osteopenie. Und was wir hier sehen, ist, hier ist erhebliche Knochenreparatur nach 64 Wochen bei diesem Kind, ist die Rakitis beinahe weg. Und das war bei den Kindern, die es zweimal pro Woche, jede zwei Wochen gekriegt haben oder jede vier Wochen. Die Rakitis ist ohne Zweifel besser geworden und deren Phosphatspiegel, dies ist jetzt Milligramm pro Deziliter, können sie durch zwei dividieren, haben sie ungefähr die SI-Einheiten. Und was wir hier sehen, die Blauen haben diesen Antikörper jede zwei Wochen gekriegt, deren Phosphatspiegel haben sich immer noch im niedrigen Normbereich, aber sind besser geworden. Und die vier Wochen Leute haben dann immer einen Abfall, bis sie nächste Dosierung kriegen. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Und die fangen dann wieder an, Vitamin D zu synthetisieren. Und die serumalkalische Phosphatase fällt ab. Und ich fand dies ziemlich spannend und ich wollte, dass sie davon eine Ahnung haben. Wir haben auch eine wunderbare Maus, die Hip-Maus. Und die hat auch eine Mutation in FEX. Und die hat dazu geführt, dass man dies alles gelernt hat. Also wenn FGF23 ist jetzt ein Drug-Target geworden, fand ich ziemlich spannend. Geh noch weiter. Was ist denn da los? Eine Sekunde, geht gleich weiter. Jetzt ist es hier auch aus. Vielleicht sind wir jetzt gestorben. Wieder im Geschäft. Das REVIEW geht um das Antiphospholipid-Antikörpersyndrom. Und das ist ein Dauerbrenner. Haben wir auch viel in der Klinik gesehen. Ungefähr ein Drittel von Patienten mit Lupus erythematodes machen Antikörper gegen Beta-2-Glykoprotein 1, das an vielen Zelloberflächen exprimiert wird. Aber ungefähr 5% der Allgemeinbevölkerung macht Antikörper gegen Beta-2-Glykoprotein 1. Und wenn sie akute Krankheiten kriegen, wie Myokardinfarkt kriegen und so weiter, dann steigt das sogar und das führt zu lauter Verwirrung. Und
Was diese Antikörper machen, ist, die aktivieren Endothel, so dass die Neigung zu Thrombosen und Gerinnung beträchtlich erhöht ist. Und dies ist ein großes klinisches Problem, führt auch zu Fibrinoidennekrose und Nierenversagen und Schlaganfall und lauter Gefäßschädigungen, die wir nicht haben wollen. Das wird hier diskutiert. Und man kann Patienten untersuchen. Ich habe gesagt, 20-30% der Lupus-Patienten haben diese Antikörper, aber andere Leute haben die auch. Und dann ist die Frage, was soll man damit machen und was für Symptome kriegen Leute mehr, ein bisschen häufiger bei Frauen als bei Männern, die dieses Syndrom haben. Und die kriegen Thrombozytopenie und hämolytische Anämie und akute thrombotische Mikroangiopathie und Vegetation nicht durch Bakterien induziert, das nennt man marantische Endokarditis, kriegen sie an den Klappen, und ein Hautausschlag, der heißt Livido Reticularis, werde ich Ihnen gleich zeigen. Und bei diesen Lupus-Patienten hat man gemerkt, dass man, wenn man bei denen Gerinnung testet und man macht aktivierte partiale Thromboplastinzeit, dann gerinnt das Blut nicht. Und das nennt man Lupus-Antikoagulanz, was widersprüchlich ist, nämlich im Patienten kriegen die Thrombosen häufiger, aber im Röhrchen klumpt das Blut nicht. Und die Frage ist, warum das der Fall ist. Und der Fall ist, dass diese Antikörper gegen Phospholipide gerichtet sind. Und wenn man hier in dem Röhrchen Phospholipide dazugeht, um den Test in Gang zu schalten, sind die Antikörper gegen diesen Zusatz hier gerichtet und dann klumpt das Blut nicht. Hier ist dieser Ausschlag, in diesem Fall bei einem kleinen Kind, aber die sehen bei Erwachsenen genauso aus. Und dann ist die Frage, was zu tun, und die Patienten kriegen meistens Warfarin oder Fenproquimon, nicht so doll, Heparin wird gegeben. Eigentlich wissen wir nicht genau, was man mit diesen Patienten macht, und wenn es frustrierend ist, dann kriegen die irgendwelche Immunglobuline und Plasmaaustausch, und Sirolimus ist angewendet worden, und in großer Not haut und trampelt Onkel Fritz alles tot. Rituximab hilft alles, und das kann auch angewendet werden. Nächstes Thema, Zecken. Furchtbar. Sind Spinnentiere, haben 8 Beine, aber die Nymphe hat nur 6 Beine. Das wissen wenige. Das ist der Vorläuferstadium. Das sind klein entwickelnde Tiere. Und in den USA, Gott sei Dank, gibt es dies noch nicht hier. In USA gibt es die Ehrlichose, genannt nach Paul Ehrlich. Das sind Rickettsia-ähnliche Organismen, so ähnlich wie bei Rocky Mountain Flag Fever. Und die werden übertragen von diesen Zecken. Und die führen zu einem febrilen Krankheitsbild. Kann man aber eigentlich ganz gut behandeln. Auch Ausschlag, Thrombozytopenie, ähnliches. Und wenn man vorsichtig in den Blutabstrich guckt, sieht man Inklusionskörperchen in monozytären Zellen bei der Ehrlichose. Und dann gibt es noch eine zweite, die ist auch schrecklich, auch von Zecken verbreitet. Anaplasmosis. Und die Anaplasmose ist auch eine zeckenübertragende Rickettsia-ähnliche Krankheit. Die gibt es in Massachusetts und in Minnesota. Und in Massachusetts, habe ich erfahren, ist die Anaplasmose sogar häufiger als die Ehrlichose. Und hier kann man auch im peripheren Blutabstrich, die sind myologe Zellen, und hier sind lauter Inklusionskörperchen in diesen Zellen, sieht man aber auch in Granulozyten, welchen gleich zeigen. Also kommt der Patient rein in das größte Krankenhaus der Welt, Massachusetts General, hat Thrombozytopenie und keiner weiß warum, hat eine Körpertemperatur von 40 Grad, und diese Laborwerte, ich war aufgeregt, weil er Hyponatremie hat, das hat aber keinen gestört. Dann hat er ein LDH von 258, ALAT ist erhöht, ASAT ist erhöht, und D-Dimere, 10.000, Donnerwetter, sieht aus, als hätte er Verbrauchskoagulopathie, was er ja eigentlich irgendwie hat. Und dann wird er weiter untersucht, und hier ist ein peripherer Blutabstrich. Dies ist ein Stäbchen,
Und tatsächlich, da sind die Biester innerhalb diesen Myelogenzellen. Und das ist die Anaplasmose. Und die Differentialdiagnose wird hier ganz brav diskutiert. Und wenn Sie das begegnen, sollten Sie darüber Bescheid wissen. Und das sind diese Dinger. Anaplasmose-Statistik, also 92 Fälle, scheint zu wachsen. Gut. Dann in Lancet, auch wichtig, Tranexamsäure. Wir haben keine Behandlung für Hirnblutung. Wenn es unterm Tentorium Cerebelli ist, dann sollte man eher dazu neigen, operativen Eingriff zu machen. Aber sonst weiß man nicht, was man machen soll. Und die Idee ist, könnte man Tranexamsäure geben, um die Größe des Hämatoms zu verringern, weil man dann die Umwandlung von Plasminogen zu Plasmin hemmen könnte, so dass die Gerinnungsneigung eher Richtung Thrombose geht, so dass diese Blutungen nicht so schnell wachsen. Und hier sind diese armen Leute, über 1000 in beiden Gruppen mit Hirnblutung, randomisiert worden zu Tranexamsäure oder Placebo. Und dann kriegen sie natürlich die modifizierte Rankin-Skala. Das wurde dann hier alles ausgewertet, zeige ich Ihnen gleich. Was interessant ist, ist, dass die Veränderung im Volumen war tatsächlich signifikant unterschiedlich. Und Tranexamsäure hat die Größe der Hämatome verringert. Und das ist schon von Bedeutung. Aber wenn man die Rankin-Skala anguckt, ist da kein signifikanter Unterschied, sodass die Auswirkung von Tranexamsäure wahrscheinlich nicht ausgeprägt genug war, um einen Unterschied hier zu erzeugen. Also leider nicht. Sollte man Varicella-Impfung geben? Ich glaube ja, allen Menschen, auch wenn sie Windpocken schon mal gehabt haben. Aber insbesondere bei Patienten, die hämatopoetische Stammzellprozedere unterzogen werden. Auf alle Fälle. Nämlich das reduziert das Auftreten von Herpes Zoster 60%. Eindrucksvoll. Sollte man fragen und dann machen. Das dazu. Dann, wir sind beinahe am Ende. Dies hat mich auch beschäftigt. 25-jährige Frau kommt rein mit Knieschmerzen. Ich meine, wenn man 76 ist, dann sind Knieschmerzen okay. Aber Herzen-Röntgenbild, Gelenkspalt ist verringert mit 25. Ist ein Mann, Entschuldigung. Und der hat hier diese, hier sind Gefräße hier in den marginalen Seiten hier von diesem Gelenk. Und was ist denn das? Und ich weiß es nicht. Dies sind marginale Erosionen und verringerte Gelenkspalt. Und das ist beschrieben worden vor 100 Jahren wahrscheinlich oder so lange es Röntgenbilder gibt, von einem Herrn Finister. Und der hat darauf aufmerksam gemacht über diese Erosionen. Nämlich viele dieser Patienten hatten dann im Röntgenbild Tuberkulose. Und in diesem CT, ich hätte es vielleicht nicht sofort erkannt, aber das sieht aus wie miliäre Tuberkulose. Und das ist, was dieser Patient hatte. Dallas Burton Finister. 1882 bis 1951 hat dies beschrieben. Und das ist Femisters Trias. Und das kann hier auf dem Hüftgelenk auch vorkommen, bei diesen Patienten. Und wenn man das sieht im Röntgenbild, sollte man vielleicht an Tuberkulose denken. Oh, jetzt sind wir wieder pausiert, aber ich glaube, wir sind sowieso am Ende, wenn ich mich nicht irre. Oh, hier ist noch eine Hufeisenniere. Und dieser Patient kam rein mit Gunshot Wound to Head, GSW to Head, haben wir gesagt in der Notaufnahme, immer ganz schlecht. Wir haben immer gehofft, dass die Leute doch lieber mit Messerstechereien reinkamen, nämlich ein GSW zum Kopf war immer was Schlechtes. Also der war da ein Nierenspender. Man hat tatsächlich diese Niere angewendet. Das war ein Zufallsbefund, sieht man in diesem sehr eindrucksvollen CT. Die hat auch funktioniert. Und dann am Ende, 60-jährige Frau hat schwere Hypertonie, Typ 2 Diabetes und COPD. Ich wäre nie darauf gekommen, aber die hat erhöhte Cortisolspiegel, ganz Stück, kann man jetzt heutzutage sehr leicht messen. ACTH ist unterdrückt, also dies ist eine Form von Cushing-Syndrom und man wusste nicht genau warum, kriegt auch Bildgebung und hat ein Trias an Sachen. Und dann hat man dieses rausoperiert und dies ist ein primäres, pigmentiertes, noduläres Nebennierenrinde Hyperplasie. Und dann hat man sie getestet nach
Carney-Komplex. Und diese Abkürzung PPNAD steht für primäres, pigmentäres, noduläres Nebennierenrindenkrankheitsbild. Und das sieht so aus. Und diese Konstellation wird meistens bei Kindern beschrieben. Die haben dann eine Form von Cushing-Syndrom. Und hier ist ein Gen, dies ist eine Proteinkinase. Dies ist tatsächlich eine Mutation in der Proteinkinase A, die durch zyklisches AMP aktiviert wird. Und das führt zu diesem Syndrom. Die Kinder haben auch Hauterscheinungen. Und dies soll der älteste Fall von Carney-Komplex-Patienten sein, die je beschrieben worden ist.